als ich vor 2,5 Jahren den ersten Kummer-Song rausgebracht habe, da war das ganze Projekt eigentlich als kurze, knackige Angelegenheit geplant. Jetzt ist in der Zwischenzeit so viel passiert, also die Pandemie halt, aber das Projekt an sich ist auch irgendwie viel größer geworden, als ich es eigentlich geplant hatte. Mir war aber immer klar, es muss quasi einen Startpunkt geben, aber auch einen Endpunkt für diese ganze Geschichte. Und dieser Endpunkt wird jetzt nächsten September sein. Ich spiele 2 letzte Konzerte, die beiden letzten Konzerte, weil das erste ist schon ausverkauft. Und ich habe lange überlegt, wo ich das stattfinden lassen könnte und habe mich für die Buhlhalle Berlin entschieden. Einfach, weil ich selber da sehr gerne auf Konzerte gegangen bin, aber auch, weil wir mit Kraftklub da unser größtes Konzert gespielt haben und es war komplett utopisch. Ich freue mich sehr drauf, dass das der Ort ist, an dem ich Bye Bye Kummer sage. Kommt vorbei, alle, und sagt Ciao. Nächsten September in der Buhlhalle Berlin.